Herzlich willkommen bei Meister Frickel. Heute zu Gast der Daniel von Offroad Technik Schatz und gleichzeitig auch der Inhaber. Und der ist heute mit seiner Offroad Bitch gekommen. So schaut's aus. Einmal schön T4 Bus. Naja, nicht so 100%, aber dafür geil, weil er Dingen Allrad hat, ne? So schaut's aus, genau. Das ist ein Synchro. Synchro, Allrad. Dementsprechend, der war beim Kauf war der ziemlich günstig, ne? Was sagst du? Sehr, sehr günstig. Also unter 2000 Euro. Ja. So, dann gehen wir mal einmal aufs Auto ein. Also, das ist ein. Was ist das für ein Auto? Eigentlich ein 2.4er Saugdiesel, aber umgebaut auf Turbo. Umgebaut auf Turbo. Wie viel PS meinst du, hat der jetzt? Schätzungsweise um die 120, so wie hier hinten rausruhst. Okay. Also nicht alles so ganz konform. Also hier das Ding finde ich mega. Das Saugding, der Schnorchel. Plus die Reifen. Haben wir es gerade schon unterhalten? Die sind auch richtig schön, weil du hast gesagt, das ist so ein Mischverhältnis, halb und halb. Genau richtig. Wir haben jetzt quasi einen Reifen, der gut auf Straße ist, den man nicht, also quasi nicht hört, aber im Gelände doch seine Performance gut auf die Strecke bringt, ja. Du fährst ja auch viel Gelände. Genau, also mit dem hier bin ich eigentlich nur Offroad unterwegs. Ja. Heißt, da kommt man aus der Garage raus, wenn es irgendwie auf Tour geht. Griechenland ist geplant im Juni für 12 bis 14 Tage. Ja, da wird halt hergeritten, ne? Ja gut, dafür ist das Auto da. Genau. Und ist auch 4x4, ne? Genau. Einmal die Optik von hinten, schön das Ersatzrad. Was hast du drin, Diesel oder Wasser? Diesel eigentlich, aber... Man darf ja keinen Sprit transportieren außerhalb des Fahrzeugs. Ah, okay. In Deutschland, genau. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also eigentlich, wenn dich einer fragt, ist da grundsätzlich immer Wasser drin, richtig? Natürlich. Okay. Anhängerkupplung hast du auch. Und hier natürlich den Hijack und den Maxtrax. Wo setzt du eigentlich den Hijacker an? Ich wusste, dass diese Frage kommt. An der Abschleppöse. An der Abschleppöse? Genau. Deswegen ist sie auch bei dir so ein bisschen hochgebogen. Ein bisschen hochgebogen, schon öfters mal gebraucht, ja. Du hast mir erzählt, bei der letzten Tour hast du mal schön hier die ganze Stoßstange abgerissen. Ja, da war ein Sandhaufen. Da habe ich gemeint, dass ich da drauf fahren muss. Kam nicht hoch, rückwärts wieder runter und es ist alles weggebrochen. Das ist aber wirklich alles weggebrochen gewesen. Das war weg und hier ist es ja noch. Also das ist mal ein T4-Bus, der wirklich benutzt wird. Der wird benutzt, richtig, ja. Der muss auch noch leiden, der muss auch noch arbeiten. Machen wir den Motor aber auf, wir wollen uns einmal den Umbau angucken. So, einmal zum Umbau. Auf den ersten Blick sieht es erstmal aus wie die 102 PS Maschine. Genau, aber das sind auch die Originalteile vom ACV, ne? Ist es aber nicht. Ist es nicht. Erst Indiz, da ist was nicht angeschlossen. Ja, und sieht ein bisschen anders aus, ne? Also das ist auch... Das ist aber auch original vom ACV quasi. Das sind alles Originalteile. Ja. Ja. Also wir haben den Krümmer gewechselt. Also Turbo, den normalen Krümmer gegen Turbo-Krümmer. Ja. Wo da dann die Turboschnecke oben drauf sitzt. Und dann einfach den Ladeluftkühler vom ACV genommen, draufgebaut. Dann haben wir hier quasi, arbeitet er jetzt mit Unterdruck. Haben wir hier das Dampfrad eingebaut, dass ich hier mal ein bisschen regulieren kann alles. Wie weit kannst du das denn regulieren da? Hast du jetzt schon mal so ein... Schwer zu sagen, das ist halt... darüber reguliert man quasi sag schnell. Ja, wie viel der Turbolader durchlässt, ne? Genau, richtig, quasi, ja. Das ist ja auch eine Anzeige, glaube ich, ne? Oder ist das... Innen drin habe ich die Anzeige. Die ist hier angeschlossen, ne? Genau, ja. Die Anzeige müssen wir uns auch nochmal fest verbauen. Die ist und wie viel zeigt deine Anzeige an, wenn du den... Wenn er mal richtig reinstiegt. 0,9 habe ich. Ja, dann ist das eigentlich genauso wie meiner. Meiner hat auch nur 0,9. Ja. Aber ich glaube, mehr kommt da einfach aus dem, halt aus dem Turbo gar nicht mehr so richtig raus. Glaube ich auch nicht, ja. Weil das ist ja der kleine. 2.4er Saugdiesel eigentlich. Ja. Eigentlich 2.4er Saugdiesel, ja. Und na gut. Mit kleinen Turbo, ja. Hast du die Performance denn deutlich gespürt, wo der gewechselt? Natürlich. Ja? Natürlich. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mit dem Bus jemand am Berg überholt. Ja, okay. Ja. Was normalerweise ja mit 2.4er jetzt nicht so unbedingt möglich ist. Salami-Gurke halt, ne? Ah, da hast du jetzt den Schnorchel angeschlossen. Genau. Baumarkt
sei Dank habe ich da die passende Rohre quasi dazu gefunden. Ja gut, warum nicht? Vor allem ist es dann auch dementsprechend immer noch wasserdicht. Wasserdicht ist es, ja. Achso, der kommt von da, kommt da drauf, recht. Von da geht hier runter, dann hier rein. Genau. Achso, und dann geht der an den Originalstopsen unten. Ach, hier ist, also hier, wo das am Luftfilterkasten normalerweise hier durch, da kann man sogar durchgucken. Genau, ja. Kann ich das zeigen? Da geht quasi das Rohr an den Originalansaugstutzen. Da könnt ihr meine Hand sehen, da kann man sogar durchgucken. Das ist jetzt frei und dann, und ist, hast du das denn auch richtig dicht gekriegt? Ja, wir haben das komplett alles abgedichtet gehabt. Mit so einer Platte wahrscheinlich vor, oder? So schaut's aus, genau, mit so einer Platte. Und dann hier ist einfach alles gut zugezogen. Das ist schon richtig gemacht worden. Also wir müssen immer dazu sagen, das ist wirklich ein Auto, was auch arbeiten soll, was rein fürs Gelände ist und für Spaß. Also das ist jetzt hier nicht das Vorführgerät, wo man jetzt wirklich sagen kann, guck mal, wie toll mein Auto ist, sondern das Ding geht ins Gelände und dann kriegt man ein ganz großes Grinsen im Gesicht, wenn man damit fährt. Und wenn mal was abfällt, ja mein Gott, nee, ist man nicht ganz schade drum. Egal. Und passt das eigentlich. Ein paar Strapse wieder festmachen und dann läuft es. Komm, wir gehen mal in den Innenraum und gucken uns das mal an. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, der ist davor auf dem Bauernhof gelaufen und... Ja, wie gesagt, und du hast einen Synchro unter 2000 Euro gekauft und normalerweise ist das, der fährt der TÜV und das ist schon ein Wunder. Ja, stimmt. Übrigens hier Offroad Technik Schatz zur Firma und da, wo ihr alles sehen könnt, unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal gucken, da gibt es Dachzelte, alles für Offroad in allgemein und da müsst ihr euch mal austoben. Mal schön gucken und eventuell auch was Nettes kaufen. Wisst ihr Bescheid. So, einmal zum Innenausbau. Jo. Zu meiner Verteidigung, ich habe es nicht geschafft, ihn fertig zu bauen. Also Verteidigung brauchst du gar nicht. Das ist einfach so wie es ist. Das ist pragmatisch und klappt. Du hast schon gesagt, du hast da den Tisch hast du gekürzt, weil du festgestellt hast im Laufe des Betriebes, dass der Tisch eigentlich viel zu lang war. Also ich hatte den Tisch, der ging bis hierher. Warte, ich muss ihn so. Jetzt habe ich dich. Ja. Den Tisch, der ging bis hierher. War. Was auch immer, der war eigentlich zu groß. Ne? Ja, du machst ja keine Familienfeier drin. Ne? Erstens das und zweitens zu 90% hockt man eh draußen am Lagerfeuer, am Campingtisch und was der Teufel was. Wir haben es mal so weit vorbereitet. Das hier mit einem Magnet festgemacht. Da kommt dann noch eine kleine Stütze mit rein, dass der einfach schlussendlich so bleibt. Ja, reicht und ja auch. Das reicht ja auch für eine kleine Brotzeit oder sonst irgendwas. Ne? Richtig, da hast du ein bisschen Wasser. Genau. Dann hast du noch den Kühlschrank, den vertreibst du auch bei dir in der Firma? Genau, den vertreibe ich bei mir in der Firma. Das ist quasi 30 Liter Variante. Kompressor, Kühlschrank mit App-Steuerung, geht bis minus 20 Grad. Ach, mit App sogar. Das heißt, ich kann die von unterwegs aus einschalten oder wie läuft das? Man braucht quasi die Bluetooth-Verbindung zwischen Gerät und dem Handy. Ja. Ich kann es ja gleich mal, das kann man ganz kurz zeigen. Alles klar, ja. Wir können quasi jetzt hier über die App, können wir den Kühlschrank steuern. Wir können hier einstellen, wie viel Grad wir haben wollen. Ach guck mal, da sieht man direkt sogar, dass es auch genau. Dort wird auch übertragen. Mach mal hoch oder runter. Ja, guck mal erst rein. Und hier sehen wir auch die Batterieanzeige. Die Batterie ist, ich habe eine Totbatterie drunter. Und der zeigt dir hier am, hier genau. Am Gerät die Voltzahl an. Genau, richtig. Und der Ladezustand der Totbatterie. Das heißt, wenn ich hier jetzt nur noch einen Strich unten habe, sollte ich vielleicht mal eine Runde fahren oder einen externen Strom dranhängen oder sonst irgendwas. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so übel, ey. Genau. Und wie gesagt, das Gerät geht bis minus 20 Grad. Hier zeigt er das aber auch an, ne? Ja. Genau. Also ich kann das Mobiltelefon bei mir vorne reinstecken in die Handyhalterung und habe eigentlich immer die komplette Übersicht, was mein Kühlschrank da hinten macht. Ja, mega. Spielerei, ich finde es cool. Auf jeden Fall. Ja, mittlerweile ist vieles App gesteuert. Genau. Und warum das Ding nicht auch? Das kann man aber auch ganz normal manuell steuern per Hand. Genau, über das Gerät selber. Hier statt. Das geht bis minus 20 Grad, kann man es einstellen. Muss halt dann. Ja, gut, würde ich jetzt nicht machen, dann platzt das Bier. Ja, aber ansonsten schick. Was kostet so ein Ding? Ist jetzt bei uns jetzt auf Lager für 299 Euro. Oh, das hast du schon mal gut sagen. 30 Liter Variante. Kriegst du die auch? Hast du eine andere? Es gibt noch 25 Liter, 30 Liter, 40 Liter und 50 Liter. Auf Bestellung oder hast du immer da?
Die muss ich bestellen, je nachdem Lieferstatus ist gerade ein bisschen problematisch. Ja gut, wie alles eigentlich überall, ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, Dachzelte bietet es ja auch an. Die sind natürlich jetzt gerade auch jetzt noch nicht so aktuell. Aber die kommen wahrscheinlich auch wieder rein, oder? Genau, richtig. Also die ersten Vorbestellungen haben wir jetzt schon. Wir warten eigentlich nur noch auf den Container, bis der ankommt und dann ausräumen alles, montieren alles. Ja, wo ist der Sitz bei dir jetzt? In Füssen, ne? Oder Füssen, bei Füssen? Also Halblech bei Füssen. Wie heißt das? Halblech. Halblech. Ja, das ist am Schloss Neuschwanstein hinten raus und dann ist man auch schon 10 Minuten. Eine schöne Gegend da, ne? Ja. Und dann bist du hier in Ruhrpott gekommen, um den Meister Frickel zu besuchen. Aber hallo. Ja, und hier haben wir jetzt noch, was sind das für Dinger? Da hast du mir gerade auch noch was zu erzählt. Die 1000 Taschen Sitzbezüge. 1000? Haben wir hier. Ja. Die kriegst du auch bei dir im Shop, oder? Die kriegst du bei mir im Shop, genau. Die habe ich zum Teil auch auf Lager liegen. Gibt es in zwei Farben, einmal schwarz und einmal beige. Finde ich ganz gut. Da hast du hier dann quasi die Taschen, hier links und rechts hast du auch noch was. Und nach vorne dann nochmal und kriegst auf jeden Fall ein bisschen Krimskrams unter. Jo, einfach mal so drüber zu stülpen und fertig, ne? Genau, und das ist auch für ein relativ schmales Geld. Das ist eine feine Sache. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch die Chance, ein Bett zu bauen quasi. Habe so eine alte Matratze genommen. Ja, vor allem muss das ja nicht immer dieses super tolle Genähte sein. Man kann sich auch wirklich einfache Sachen bedienen. Der Stoffladen hat sich auf jeden Fall gefreut bei uns. Ja, warte, lass mal einmal so. Einmal jetzt zum Zeigen, man muss nicht immer hingehen und alles toll nähen. Ne? Man kann auch einfach mal hingehen. Umschlagen. Das einfach hier schön tackern, umschlagen. Und im Endeffekt seht ihr dann nicht viel quasi. Wenn das Bett aufgebaut ist, sieht das aus wie bei jedem anderen auch. Manchmal sind die einfachen Dinge. Und wie groß hast du jetzt? 1,10 Meter breit und 2,30 Meter, wenn man quasi das Polster jetzt noch mitrechnet, habe ich eine Länge. Mega. Also da kommt dann auch ein Spannbetttuch drüber. Ja, da passt schon super. Bett dabei. Aus einer alten Matratze. Ja, und ich sehe da hinten hast du auch. Was ist das für ein Netz? Das ist einfach nur das Spannnetz. Da sind wir noch nicht ganz fertig geworden. Das wird dann einfach hinten nochmal eingehängt. Ja, da kannst du aber trotzdem deine Klamotten einfach hinten reintun. Genau. Und die fallen nicht raus, ne? In Drybags am besten, weil es halt doch öfters mal staubig wird. Also in so wasserdichten... Danke, dass du erklärst, weil ich wollte gerade fragen, was ist das? Ein Dryback ist nichts anderes wie ein wasserdichter Beutel. Den schlägt man oben zusammen, hängt ihn dann ein. Ist das wie die Fahrradtaschen? Kann das sein? So ähnlich. Genau. Ja, okay. Und dann kommt das alles da rein und dann bleibt es auch staubdicht. Weil wir hatten es jetzt in den Westalpen, dass es einfach so extrem staubig war. Ich habe natürlich alles schön akkurat da reingelegt. Und dann nach zwei Tagen war die frische Wäsche so voll mit Staub, dass du erstmal... Okay, ja, dann ist die Idee ja gar nicht so schlecht. Genau. Aber ich finde da mit dem Netz auch jetzt nicht falsch, weil das kann dann einfach nicht rausfallen. Das stimmt, ja. Und da kannst du mal was mehr reintun, weil das Netz gibt ja auch ein bisschen nach. Genau. Ja, mega. Einfach, aber gut. Ich mag so einfache Sachen. Der Plan ist jetzt noch, dass wir quasi die Lehnen einmal auf die linke Seite, die große mit dem Polster nach vorne, irgendwie fixieren und das hier nach hinten ein bisschen versenkt, dass ich da dann quasi wie so eine Art Sofa habe, so eine Sitzgelegenheit. Sitzgelegenheit, dass du dann einfach mal sitzen kannst und ja gut, das ist bestimmt umsetzen. Das ist der Plan, ja. Ja, aber muss man mal sehen, ne? Was kostet sowas, ne? Wie groß ist der Aufwand? Nicht groß. Und ich denke mal, also ich finde das mega. Gefällt mir richtig gut. Achso, jetzt musst du noch einmal, jetzt machst du mal hinten die Heckklappe auf, weil du hattest nämlich da was Tolles gebaut. Quasi ein Upcycling-Projekt der anderen Art. Da unten sind nämlich, wie heißen die Dinger? Heckauszug von der Feuerwehr. Von der Heckauszug, genau. Das finde ich mega. Ja, da haben wir ein bisschen tüfteln müssen. Ja gut, das ist ja jetzt ein vorgefertigtes Teil und das musst du jetzt irgendwie da reinbringen. Genau, richtig. Jetzt mach mal eine auf. Quasi jetzt kann ich komplett rausziehen auf 1,30 Meter. Tu mal ein Holz hier unten hin und dann habe ich quasi... Ja, aber das sind mal, das sind ja mal richtige Panzerrollen da drin. Ey. Leck mich am Schöpfli. Hier. Aber gut. Schöne Kisten dabei. Dasselbe, haben wir ein bisschen Wasser mit dabei. Das sind schon alt, ne? Ja gut, aber nur weil sie alt sind, heißt nicht, dass schlecht ist. Ich finde es gut. Also
Vor allem was aus was Alten, was Schönes Neues gemacht. Genau, richtig. Die hast du jetzt bei eBay Kleinanzeigen gekauft, oder? Auf eBay Kleinanzeigen aus der Feuerwehr, was ja. Das war mega. Schlachter. Und ich gesagt, hier die Schubladen, die will ich. Ja klar, hätte ich auch genommen. Also hätte ich auch gemacht. Und vor allem, das hält, weil das kriegst du im Leben nicht mehr auf. Nee. Das wurde ja auch dafür gebaut, ne? Genau, richtig. Und hier hinten haben wir dann noch quasi Chance. Stauraum, Frischwassertank kommt jetzt hier noch rein, ein bisschen länglich. Ja. Den Abwassertank dann vorne in der Küche. Also den Abwassertank hast du dann auch? Mhm, genau. Drunter. Du hast jetzt hier die Sandbleche oder nee, wie heißt das Sandbleche, oder? Max-Trax Sandbleche. Ja. Max-Trax, die kriegst du wahrscheinlich auch bei dir im Shop, oder? Genau, richtig, ja. Steht da drauf, und MK2. Ja, also das neueste Modell quasi. Ja, und wie gesagt, das Ding hier, wo ich gerade den Hijacker, wo ich gefragt habe, wo er den ansetzt. Weil, ne, wenn er den dann unten da irgendwo ansetzt, dann, naja, ich glaube, das sieht danach scheiße aus, das Auto. Aber dann, damit kriegst du mal einen Meter hoch, oder? Wie lange ist das Ding? Theoretisch umschmeißen, ja. Hammer, ey. Hast du keine Angst, dass man dir das klaut? Weil das ist ja hier auch. Sollen sie ihn gleich mitnehmen. Sollen sie ihn gleich mitnehmen, ja. Ja, gut. Meistens bist du ja dabei mit dem Auto. Eben. Funk hast du auch drauf, sehe ich. Funk, ja, ganz wichtig. Weil, wo wir unterwegs sind, Handynetz eher schlecht. Wird er denn auch dann wirklich auch benutzt mit dem Funk? Viel? Ja. Dass man sich gegenseitig abspricht oder so? Genau, richtig. In den Westalpen zum Beispiel hat man gar kein Handynetz. Ach so. Da war wirklich nichts, da ist nicht mal ein Balken gehabt, gar nichts. Ne? Und zur Not, wenn jemand an CB-Funk heutzutage noch hingeht, kriegst du vielleicht noch mal einen, der dir irgendwie helfen kann. Die Bergwacht, meine ich, überwacht den CB-Funk. Okay. Zumindest im Südtirol. Ja, finde ich cool. Ja, ich finde es ein sehr interessantes Auto. Es muss nicht immer das geleckte Ding sein. Einfach mal benutzen und Freude haben. Mega. So, dann danke ich für deinen Besuch. Bitte, bitte. Wie gesagt, Offroad-Technik-Schatz. Alle Sachen unten drin. Könnt ihr mal reingucken. Alles, was mit Offroad zu tun hat. Dachzelte, Pipapo, Kühlschränke und. Einfach mal reingucken. Es lohnt sich. Ich danke für deinen Besuch. Bitte und hoffe, wir sehen uns bald wieder. So machen wir das. Reinhauen. Euer Meister Frickel. Tschö.